Hallo und herzlich willkommen zum besinnlichen Weihnachtsvideokalender. Heute gibt es etwas zum Knobeln, ein Rätsel. Wenn du die ersten Tage, ja, dir die Videos angesehen hast, dann hast du ja verschiedene Dinge zu den Bedeutungen der Planeten gehört anhand der vedischen Astrologie. Und so ist das jetzt hier ein Kreuzworträtsel, was natürlich mit Planeten zu tun hat. Und wenn du das Rätsel richtig löst, dann findest du auch das Lösungswort heraus. Das Lösungswort besteht aus zwei Wörtern und insgesamt hat es 10 Buchstaben. Und im Rätsel findest du die Zahlen und eine Zahl verrät dir dann immer einen bestimmten Buchstaben. Ganz oben rechts geht es darum herauszufinden, wer der größte Planet im Sonnensystem ist. Und wenn du das herausgefunden hast, dann kennst du auch den Buchstaben mit der Nummer 10 und den Buchstaben mit der Nummer 2. Links oben geht es um den Namen des nördlichen Mondknotens und er verrät dir dann den Buchstaben mit der Nummer 4. Etwas weiter unten sehen wir dann den rot leuchtenden Planeten. Wir sehen ihn nicht, aber da steht da rot leuchtender Planet. Wer ist das wohl? Und der letzte Buchstabe von diesem Planeten verrät dir den neunten Buchstaben. Dann geht es um den Planeten, der einen Ring außen hat. Und durch ihn erfährst du den Buchstaben mit der Nummer 2. Etwas weiter unten fragen wir nach dem südlichen Mondknoten. So findest du den Buchstaben mit der Nummer 5 heraus. Die Liebesgöttin, ja, eine Liebesgöttin. Wer könnte eine Liebesgöttin sein in Verbindung mit einem Planeten? Etwas weiter unten daneben steht leuchtet nachts. Und wenn du weißt, wer nachts leuchtet, dann findest du auch den Buchstaben mit der Nummer 3 heraus. Den Buchstaben mit der Nummer 8 verrät dir der Götterbote. Und tagsüber scheint sehr hell tagsüber. Wenn du hier die Lösung weißt, dann findest du auch den Buchstaben mit der Nummer 6 heraus. Und wenn du das Lösungswort richtig hast und wenn du es herausgefunden hast, dann schreib es bitte unterhalb dieses Videos, hinterlasse da einen Kommentar mit dem richtigen Lösungswort und ich werde dann jeder Person, die hier das Lösungswort richtig darunter schreibt unter dieses Video, etwas Kleines an Erkenntnis anhand der vedischen Astrologie zusenden. Also ich freue mich auf deine richtige Lösung. Halte dich jetzt nicht weiter auf. Sieh es dir gut an und ich bin mir sicher, dass du mit ein wenig Mühe, ein wenig Konzentration herausfinden kannst, um welche Planeten es sich hier handelt. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sieh dir auch die ersten Videos an von den ersten 7 Tagen im Dezember. Da wird auch viel über die Planeten gesprochen. Und dann kriegst du schon Anhaltspunkte, um wen es sich hier handeln könnte. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe und alles Gute. Und ich freue mich, deine Antwort unterhalb dieses Videos zu finden. Und für jede veröffentlichte Antwort gibt es ein kleines Selbsterkenntnisgeschenk. Nochmal alles Liebe, alles Gute und bis morgen.